Wer sollte eigentlich lieber kein Gold erwerben? Nun, grundsätzlich gehört Gold zu 10 bis 20% in jedes gesunde Vermögensportfolio, allein schon aus Absicherungsgründen dazu. Doch gibt es auch eventuell Gründe, Menschen vor dem Goldkaufen abzuraten? Als allererstes ist es in meinen Augen wichtig, dass man Gold vordergründig vor allem aus dem Grund kaufen sollte, da man es als Versicherung und weniger als Wertsteigerungsobjekt bezieht. Zwar ist der Goldpreis allein die letzten 30 Jahre um 9,5% im Durchschnitt pro Jahr, also Jahresrendite, gestiegen, doch dies sollte nicht das Hauptmotiv sein, um Gold zu kaufen. Gold ist keine kurzfristige Anlage. Wer also nur einige wenige Jahre sparen möchte, dem rate ich vom Goldkauf ab, denn der Goldpreis kann stark schwanken. So lag der Goldpreis beispielsweise vor wenigen Jahren noch bei über 1.900 US-Dollar die Feinunze. Aktuell hingegen liegt er bei unterhalb von 1.300 US-Dollar. Gold kaufen sollten keine zappeligen Leute, das heißt Menschen, welche ungeduldig sind und beispielsweise jeden Tag nervös im Teletext gucken, was denn so der Goldpreis macht. Ebenso wenig empfehle ich Gold zu kaufen, wenn man leicht durch Mainstream beeinflussbar ist. Denn generell werden sie aufgrund der Finanz- und Bankenlobby nie etwas Positives zum Thema Gold hören. Mit Gold lässt sich nun mal für Banken und Co. nur sehr wenig Geld verdienen. Dementsprechend gibt es kein Interesse, Gold anderen schmackhaft zu machen. Kurz ein Hinweis dazu, die privaten Sender hängen natürlich davon ab, dass Werbung auf den Kanälen gebucht wird und die Werbung wird natürlich in der Regel zum Beispiel auf NTV, N24 und so weiter hauptsächlich von Finanzinstituten gebucht. Und selbst die Politik hat keinen Willen daran, dass das Volk Gold kauft. Schließlich benötigt der Staat Käufer für seine Staatsanleihen. Ich empfehle zudem nur denjenigen Gold zu kaufen, wer sich selber finanziell sukzessive weiterbildet. Denn wer Gold nicht versteht, wird sich auch nie wohl dabei fühlen und somit wieder auf Mainstream und andere Leute früher oder später hören. Oder zumindest aber sich immer wieder dadurch verunsichern lassen. Gold sollte auch niemand kaufen, wenn feste Einnahmen durch eine Einlage erwirtschaftet werden sollen. Eine Immobilie ermöglicht beispielsweise durch Mieteinnahmen ein regelmäßiges Einkommen, eine Aktie ermöglicht durch Dividenden ein regelmäßiges Einkommen, ebenso wie Zinseinlagen. Gold hingegen erzielt keine regelmäßigen Einnahmen, da es weder Zinsen noch Dividende noch andere Erträge kontinuierlich abwirft.